Ah, jetzt kommt das wieder. Ah, Diskus. Die Figuren kenne ich. Ah, Ja, kommt einer an der Savanne. Wand. Wo? Von Hier bei wo? mir, Rechts, rechts. links? Ach, hier. Schafft ihr alleine. Oh, gleich Steine. Habt ihr überhaupt Hani macht gleich den ganzen Berg kaputt. Hani ist halt eine krasse Barbarin, die haut gleich den ganzen Fels mit auseinander. Auf jeden Fall. Moment, Moment. Ist genau mein Spiel. So, Honey, und hier in dieser Savanne sind wir gerade 10.000 Mal gestorben. Ja, gefühlt 10.000 Mal. Also wollen wir das Bett hier reinlegen, oder? Wir werden jetzt nicht sterben. Nein, wir sterben nicht. Wir nehmen den direkten Weg, wir gehen nicht über los. Wir ziehen keine 5.000 Elefanten ein. Nein. Ja, diese Steinnasen hier. Ja, die. Oh, ey, ich hänge am Baum fest, wie komme ich denn da runter? Frage, warum gehst du da hoch? Weil ich da fest hing und in die Sprungmünze hatte, meine Figur sich da festgeklettert. Ich bin overladen. Ach, so, overladen. Steine weg. Was ich könnte weiter? Noch ein bisschen. Oh, ach nee, Steine brauche ich nicht. Ich schmeiße immer Steine weg. Aber der Schwefel ist. Aha, Elefant. Wo? Ach, da oben. Oben rechts, da müssen, wir auch, da müssen wir auch hoch. Warte mal, gibt's da nicht einen anderen? Ja, gibt's. Miau, miau. Die haben riesen Hunger. Die fressen mich gleich auf. La, 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 ich glaube nicht, dass Hani das da hochschafft, oder? Nee, glaube ich nicht. Mit der Ausdauer. Yay, runtergefallen. Ansonsten, ich kann noch ein bisschen aufleveln. Was war nochmal für Ausdauer alles? Lauft weg, der Elefant ist unter, neben euch. Ich bin unten. Oben. Das Aggro haben wir gerade von dem Elefanten. Okay, Honey, ich glaube, du bist sicher. Okay, was musste ich nochmal aufleveln dafür? Steh für Standhaftigkeitsvermögen. Stehvermögen, der dritte von unten. Ist das nicht der, den wir eben. Ich glaube, das ist der. Unser Freund. Mal gucken, da müsste ich ja jetzt eigentlich raufkommen. Hoffe ich. Wie viel hast du? Punkte? Dahin? Oder? Nee, keine Chance. Da muss ich dann noch ein bisschen was rein investieren. Vielleicht schaffe ich es dann. Okay, dann musst du hier diese Felswand vorlaufen. Ich habe jetzt gerade 12. Okay, naja. Also ich hab 14 bin hochgekommen. Also ich denke mal mit 12 solltet auch vielleicht. Ah, nicht so scheiße. Muss mal gucken, da ist inzwischen uns etwas weiter links und Zwischenfelsen, wo du vielleicht zwischenlanden kannst. Nicht auf das Ding schießen. Schieß auf den Elefant. Ja, um den Elefanten schießen. Der kommt zu uns. Nee. Der rennt weg. Wenn ich ihn aber jetzt drauf schieße, dann. Ich glaube, der will jetzt zu Hani, wa? Nee, weiß er haut nicht ab. Wo ist denn Honey gerade? Noch am Felsen oder wo bist du, Honey? Ich lauf gerade außen rum. Jetzt kommst du hoch. Ja. Ja. Da kommst du hoch. Da kommst du hoch. Ich lebe. Juhu. Welche Richtung? Ach, hier Leben. Lang. Oh, ich habe gerade geskillt und kann jetzt noch ein bisschen was ins Inventar nehmen. Yay. Oh, immer Wasser. Trinken. Genau. Meine Ausdauer ist wieder. Oh, die geht jetzt aber richtig schnell wieder hoch und die Anschnall auch wieder runter. Irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist das Wasser. Gott, wo sind wir denn hier? Na, gleich im Norden. Das zerschmetterte Becken. Aha. Ja. So, und jetzt legen wir hier alle in den Schlafsack. Ab jetzt beginnt das schwierige Gebiet. Okay, ich bräuchte einen. Hier. Ja, ich hätte einen, warte mal, ich lege mal meins hier hin. Oder ich lege hier eins hin. Da liegt einer. Nein. So. Und. Dankeschön. So. Und dann lege ich meinen daneben. Ach, warum Gott. Ist der eine Schlafsack hier so aus so. Ach, das ist ein Faserbettsack und das andere ist Rohleder. Ah. Ja, das ist für. Hat noch jemand einen Schlafsack? Ja. Nee. Ah, nee, Moment, ich muss mir schnell einen neuen herstellen. Ich habe einen Bug.
Ich hab noch zwei. Du müsstest den noch eben aktuell. Ich kann nichts aufheben. Ich habe den Schlafsack noch am Dings, weil ich ihn aus dem Dings rausgeschmissen habe. Genau. Am Was Dings, ja, ist es damit? Ich soll den jetzt nehmen? Jetzt ist er weg. Nein. E drücken. Ja. Und dann oben rechts diese Rädchen. Zahnrad. Also integrieren. E das reicht auch kurz E drücken, dann steht auch da Spawnpunkt aktualisiert. Okay. Ja, funktioniert bei mir nicht. Doch. Okay, danke. Jo. So. Kleinen Moment mal. Ich habe jetzt gerade irgendwie zwei Dinger noch in meinem Inventar. Einen habe ich aufgenommen, jetzt habe ich mir selber noch einen gemacht. Ja, nee, wenn das unten drin ist, dann machst du es automatisch selber, wenn du das Material hast. Ah, furchtbar. Ich check's aber irgendwann noch. Bestimmt. Natürlich. So, was war das? Ich habe noch irgendwie vergammeltes Fleisch hier. Und die lasse ich da jetzt schön liegen, weil jetzt werden wir sterben. Wieso habe ich jetzt drei? Dann hast du öfter auf die Taste gedrückt und dann hast du gleich mehr gemacht. What? Wir gehen aber erst, wenn's hell ist, oder? Aha. Ja, sonst sterben wir ja sofort. Ja. Wenn's hell ist, bei mir ist es die ganze Zeit hell. Bei mir ist es gerade stockdunkel. Nee. Duster ohne Ende. Hast du dein Dings viel zu hoch eingestellt? Bei uns ist gerade Nacht. Total dunkel. Du bist doch ein anderer Server, sei ehrlich. Ja, du bist gar nicht da. Du bist ein Geist. Wo kann ich das denn einstellen? Ja, weiß ich nicht. Hier, wie heißt es? Gamma? Nee. Gamma-Einstellung. Jetzt wird's wieder hell. Das ist bei mir 2-2. Kann das auch, glaube ich, gar nicht verschieben. Nö. Gamma ist 2-5 bei mir sogar noch heller eingestellt, also. Jetzt ist hell. Jetzt kann weitergehen. Hell. Wieso sieht mein Bild auf einmal so komisch aus? Moment. Was ist hier los? Was tust du? Gar nichts. Es ich bin verwirrt. Moment. Okay, spielen wir weiter. Ja. Passt alles? Warte. Auf geht's. Auf geht's. Juhu. Juhu. Aha. Yay. Aha. Das kommt mir jetzt bekannt vor, ja. Ach du Scheiße, ey. Müssen noch links lang, ne? Ausdauer. Das ist eigentlich völlig Wumpe. Wir werden sowieso gleich gefressen. Nein, werden wir nicht. Positiv denken. Ja, was machen wir hier? Links lang, ne? Links. Ah, da vorne. Eine Wildsau. Wildschweine. Wir sind jetzt zu viert, wir werden alles zu viert killen. Wir sollten etwas dichter zusammenbleiben. Aber aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig abmetzeln. Ja. Eine Rasse. Ja. Wo? Kampfmusik. Da jetzt durch, ne? Ja. Da ist auch so ein Wildschweinchen da rechts. Mhm. Ja, durchs Wasser durch. Lass es mal lieber da, wo es ist. 2-3 Treffer und wir sind im Eimer. Okay. Wir sind im Eimer. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Leben du schon geskillt hast, aber... Noch nicht so viel. Dann lass dich lieber nicht anstupsen. Genau, da kommen nachher noch Steinböcke noch, die dich anpieksen oder Die sind ja nicht so stark. Wie man der Perle jetzt erstmal schön unter den Rock schauen kann, das ist ja... Ich kann nicht gucken. Das ist schwarz. Das ist dunkel. Das ist einfach nur schwarz da unterm Rock. Ach so. Sieht man nix. Nee. Hätte man doch das Schlüpfer, ne? Hätte man doch das Gebaumel anstellen müssen. Ja, da hättest du auch nichts gesehen, denke ich. Na, wer weiß. Also ich habe da so ein paar Screenshots gesehen, die waren schon so, ne? Oh lala. Da ist die unter Wasser. Wenn du das Gebaumel anstellst, dann siehst du jedes Detail. Ja, toll. Ja, die Rehe leben da einfach so unter Wasser, also. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, so lange unter Wasser zu bleiben. Ich auch nicht. So. Da links müssen wir hoch. Wir haben es doch fast geschafft, wa? Fast. Los, zusammenbleiben, Jack, warte, nicht so schnell vorrennen, Ausdauer bei mir. Ja, Dito. So, meine ist voll? Jo. Jo. Weiter. Ja.
Wir können nicht mal mehr sagen, die drei von der Tankstelle die gleich aussehen, sondern die vier jetzt. Jetzt sind wir schon vier von der Tanke. Genau. Ja, auf mich an zum Meckern, du blöde Ziege. Und der Hirschbraten. Keine Ausdauer. So, Hanni, da hinten in der Sonne siehst du unsere Basis. Ich sehe nur Nebel. Nebel. Ja, diese Sonnennebel, Nebelsonne. Na dann, auf davon. Da müssten wir nochmal neue Betten bauen und die neu setzen mit Abstand dazwischen. Ja. So, das ist unser Heim. Aber erstmal können wir drei ja schon mal wieder die Betten ansprechen, dass wir wieder hier zu Hause spawnen. Und für Hanni, ich weiß nicht, ob sie noch so ein Einwegbett hat, legt sie sich das erstmal hier ins Haus rein. Das würde ich vorschlagen, dass wenn dann was ist. Warum haben wir da eigentlich ein Loch in der Wand? Warum da nicht rein? Dass du doof fragen sollst. So, wo sind unsere Betten da? Was richtig krabbeln. Ja, ich sprech mal. Hast du das erste Bett angesprochen? Oder? Ich hab meins angesprochen. Das zweite ist Ballard. Das erste ist meins. Das erste ist Ballard. Ja, muss ich das nochmal ansprechen. Brav. Interagieren. Wenn ich mit deins interagiere, dann nicht, dass wir dann mal beide drin liegen. Nee. Nee. Interagieren. Nein, das wird dann auch nicht gemacht. Nee. Geht dann nur bei dem anderen, so. Ne? Genau. Ich glaube, wir müssen noch Kisten bauen. Der Platz wird nicht reichen, um uns auszumüllen. Das kriegen wir schon irgendwo unter. Anni, wo bist du? Ich bin gerade irgendwie... Das ist die Eingangshalle hier? Ja, das wird so... Steht da ein Männchen drin? Ach, ich glaube, ich bin direkt neben dir. So, jetzt erstmal das ganze Eisen. Nee, das ist hier. Ich hatte doch jede Menge Schwefel, wo ist denn der? Achso, hat der. Hä? Ihr stackt jetzt oder nicht? Oh. Na, Schwefel stackt bis 200. 170 habe ich jetzt. Ja. Lassen wir das ganze Eisen in eine Schmiede drin oder wo? Na, da wo Platz ist erstmal, würde ich sagen. Da ist kein Platz mehr. Das fertige Eisen? Packe ich im Ofen das rein. In den linken Ofen, wo wir Stahl dann draus machen. Wo willst du das denn hin, ne? In der linken Forge. Linken. Da machen wir dann Stahl draus. Honey? Ja. Voll. Ich habe hier ich was hab für dich. Moment. Wo bist du denn? Hinter dir? Achso. Ja. Ah, danke schön. Komm mal mit. Ich führe dich mal in unseren Schlafsaal. Okay. Ja. Hier ist der Speisesaal. Ja, schön. Brauchen wir, Angel, wir brauchen noch einen Stuhl. Es müssten vier Stück dastehen. Ja, hier ist unser Schlafsaal. Ah. So, jetzt haben wir alle im Bett. Juhu! Hast du hier ein Bett gemacht, ja? Jo. Ich hatte gerade noch so viel Zeug dafür übrig. Oh, ich habe hier so ein komisches Blut, Dämonblut. Wo ist denn das her? Ja, aus der Kiste bei uns zu Hause. Ihr hattet schon mal welches besorgt. Gibt's ja wohl gar nicht, wa? Das bezweifle ich. Wir haben noch keinen Dämon getötet. Das bezweifle ich. Glaub ich auch nicht. Das haben wir vielleicht irgendwo mal gelootet, aber getötet habe ich noch keinen Dämon. Der hätte Kleinholz aus uns gemacht. Oh. Stahlfeuer. Platz. Stahlfeuer. Jetzt steht er auf dem Bett. Mach doch das Bett weg. So.
Holz. Warum ist denn da hinten in diesem Feuerschalenkessel Gemüse? Was denn für ein Gemüse? Alraune, Lotus. Wo kommen denn die ganzen Kristalle hin? Na, irgendwo erstmal auch in die linke Forge kannst du die gleich packen, da machen wir gleich Glasfläschchen draus. Hey, in die ist linke, voll. Da ist kein Platz. Oder war hier Platz? Hast du die Aloe Vera jetzt rausgenommen? Ja. Oh, ich hab extra ein Fläschchen angestellt. Hab ich nicht gesehen. Dann ja, brauchst du noch nicht. Eine Feuerschale, weil die da hinten ist für Stahlfeuer. Da brauchen wir dann noch eine. Die reicht schon nicht da hinten. Dann brauche ich 50 Eisenbarren. Finde ich die denn jetzt vor lauter Schreck? Wir haben ja überhaupt nicht genug Eisenbarren, ne? In der linken Forge. Geh hier in die Werkbank und ist gut. Machst du schon eine? Wenn nicht, kann ich auch eine machen. Ich kann uns jetzt auch eine Feuerstelle mit Herd machen. Dazu brauche ich aber gehärtete Ziegel und Stahlbarren. Haben wir nicht. Ziegel haben wir nicht. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Nee, weiß noch nicht. So, wo sollten die hinstellen? Das ist mir wurscht. Tierienhaut. So, 175 Stahlfeuer, wir brauchen Feuer! Kannst du die Aloe Vera hier denn reinschmeißen, bitte? Jupp, wenn du rausgehen würdest. Danke. 57. So, was habe ich denn jetzt noch im Inventar? Was kann man aus Spinnenfäden eigentlich vor lauter Schreck jetzt machen? Seide. Ja. Dann hast du, glaube ich, immer irgendwelche Teppiche oder so ein Gedönse draus gemacht. Hattest du nicht auch noch Spinnenfäden, Jack? Ja, ja. Dann gibst du mir mal, dann kann ich. Wo bist du? Du bist hier hinten bei der Werkbank. Ich schmeiße in diese Feuerschale mit rein. Ein paar von den Kisten. Ja. Ja, ich mache dann gleich noch welche. Sind in der Feuerschale. Danke. Und ein regensicheres Dach. Ja. Dieses Loch muss endlich mal zu werden. Reparieren. So. Truhen. Was brauche ich denn dafür? Material. Ja. Ich brauche 60 geformte Holz und 20 Eisenverstärkungen. Geformte Holz sind doch oben, ne? Oder hat jemand irgendwo welche? Die könnten wir da hinten machen, in der, also da oben. Also Eisenverstärkungen hab haben wir? Noch in der Tasche, so 184. Dann gib die mir mal bitte, wo bist du? Ja, hier unten. Ich komm. Ah, warte, ich schmeiß. Schmeiß das. Ich schmeiß mal eben raus, so. Und Eisenverstärkungen haben wir noch, also das ist kein Problem. 180 oder so. Danke. Die sind wo drinnen? Hier in der Schmiede, oder? In der Schmiede, ja. Dann... So, Zwirn. Haben wir hier noch Platz? Zwirn? Nein, oder? Nein. Ist alles voll. Ist voll. Alles. Wir brauchen noch eine Tür nach hinten. Wie? So für die Türen? Wir brauchen noch eine Tür nach hinten, so müssen wir jedes Mal ums Gebäude laufen. So, ihr seid auch fertig. Hier ist so viel Zeug, ne? Ich komme irgendwie nicht. Bisschen viel, wa? Ja, ich bin verwirrt. Wenn du Fragen hast, frag. Wir bauen hier schon ein paar Tage. Naja, boah. Haben wir hier draußen auch noch Kisten? Nee, ne? Nee. Ich hab hier doch schon welche gesetzt. Neue? Ich hab welche gesetzt zum Ausmüllen. Eine Kiste zum Ausmüllen. Ja. Ja, und erster. Alle drin.
nichts mehr frei. So, ich habe ausgemüht. Setzt der die denn da jetzt nicht hin? So, eine Sprengdrüse, nicht Düse. Eine Sprengdrüse. Ja. Mhm. Mal gucken, was wir da draus dann machen. Brauchst du die nicht für deine komische Bomben? Keine Ahnung. Für die Sprengbasen brauchen wir irgend so solches Gedöns, aber frag mich jetzt nicht, was wir dafür brauchen. So, steht die nächste. Hat endlich geklappt. So. Gut. Drei dürften auch erstmal reichen zum Ausmüllen, oder? Ja. Wo ist denn das Zeug da? Also Tierhaut. Ich bin schon ausgemüllt. Bei mir passt alles. Ich werde dann sehen, dass ich die irgendwie wieder sortiert bekomme, die Sachen. Fleischfetzen? Sind die schon... Ich schmeiß weg. Gebraten oder nicht? Nee. Oder? Sind es gebratenen? Weiß Fleischfetzen? Ich nicht. Fleischfetzen? Wenn die so rötlich aussehen, dann sind sie noch nicht hier. Ich brauche auch immer das Bild dazu. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Referenzbild dafür. Ich habe das jetzt einfach da mal reingeschmissen. Fertig. Was habe ich denn noch? Zwirn. Zwirn. Hier noch irgendwo Zwirn, da haben wir Platz. Kann man den Zwirn loswerden. Hau mich das Zeug. So, dann gehen wir nach oben, auf den Tisch. Da kommt hier Zwirn rein. Nee. Habt ihr irgendwo eine Kiste, wo ihr Fleisch oder irgendwie sowas bunkert? Nö. Nee, draußen gleich ins... In den Feuern. In den Feuern machen. Brauchen wir mal wieder Holz. Ich sortiere schon ein bisschen die Kisten hier. Tja. Wir brauchen jetzt noch einen Stuhl. Wieso brauchen wir einen Stuhl? Es müssten vier Stück sein. Da stehen ja auch vier. Stehen vier? Ja. Gut, dann und brauchen wir keinen Stuhl. Wir sind ja gar nicht fünf. Nee, wir sind vier. Noch ein Krug. Ein fünfter den Krug? Den hab ich gerade hingestellt. Na, aber dann. Weil ich nicht wusste, wohin damit. Trink mal halt aus zwei Krügen, das passt schon. So. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Samen, habe ich hier noch ein bisschen. Ach. Unser Sklavenrad ist übrigens auch schon wieder leer. Ui. Die sind alle schon wieder durchgedreht. Wie, die sind durchgedreht? Ja. Na, die drehen doch in dem Sklavenrad alle im Kreis. Ach so. Und wenn sie fertig sind, dann sind sie... Durch, fertig, ausgedreht. Aufgedreht, durchgedreht. So, das weg. Was brauche ich denn hier eigentlich jetzt noch? Ich muss hier Menschen töten. Menschen? Mhm. Warum? Ich brauche hier Manifestationen für Jock. Ja, siehst du, da war ja was. Mhm. Ich muss Menschen töten. Ja. Hui. Sind eigentlich unsere die könnten auch schon ausgedreht sein, war unsere Sklaven unten in der Oase. Da haben wir doch das letzte Mal ordentlich angeschmissen. Ja, ich hoffe, dass das, ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Chunkloaden. Was für Zeug? Das ist wie beim Minecraft, weißt du? Wenn du jetzt aus dieser Dings raus bist, aus dieser Region,
Ja. Dann machen die nichts mehr da auf der anderen Seite. Nö, das ist hier nicht so. Weil wir waren jetzt auch nicht hier und unsere Sklaven hinten sind fertig. Ja. Stimmt. Ja. Da hast du recht. Wo er recht hat, wa? Dafür blase ich ein. Horn. Horn. Okay. Ich bin hinter den Bienen. Fass! Was? Fast! Der will blasen. Fass! Mit die Bienen. Geh weg! Ja, bevor das hier wieder in Unanständigkeiten ausartet, verabschieden wir uns erstmal wieder. Ne? Ist noch eine Tür drin. Bye bye. Ciao, ciao. Macht's gut. So.